Herzlich willkommen zu einem neuen Paint with Me hier bei mir auf Toafias Welt. Gestern erst habe ich das Kitting abgemacht und euch einen Koffer vorgestellt, den ich für das Kitting ab benutzt habe. Und heute will ich dann endlich mal hier ein bisschen anfangen. Ich habe mich entschlossen, dass ich hier oben anfange, weil hier hatte ich schon mal beim Unboxing so einen Streifen hier abgezogen. Die Folie von DAC ist jetzt hier so perforiert und das kann man sich dann so in so kleinen Teilchen abmachen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, das wollte ich jetzt einfach mal probieren. Aber voilà. Das heißt, ich habe hier wirklich am Rand ein ganz kleines Eckchen. Da fange ich dann erstmal an. Ich nehme euch natürlich auch mit. Hoppala. Und ja, wir werden sehen. Was natürlich ein bisschen schade ist, bei dem Perforierten sieht man nicht, wo hier Anfang und Ende ist. Jetzt muss ich erstmal meine Tasche vor der Katze retten. Ich habe da so Bändel an der Tasche und Timmy mag sowas natürlich sehr. Welche Katze denn auch nicht? So. Hier sind unsere Steinchen in diesem wunderschönen Koffer. Ist der nicht süß? Ich bin echt im Überlegen, ob ich mir da noch einen zweiten organisiere. Einfach weil er mir so gefällt. Ja. So. Okay. Wichtig ist mir, dass ihr auch mit im Bild seid. Das heißt, ich hole euch jetzt hier ein bisschen herunter. Doch so klappt das, glaube ich, ganz gut. Drehe euch noch ein bisschen gerade. Ich mache natürlich auch mein Lightpad an. Halt, erstmal braucht man Ströbelinge. So, so und so. Und so. Und eine Klammer, um hier ein bisschen das festzumachen. Aber ich glaube, eine Klammer habe ich noch hier in meinem kleinen Säckchen. Eine reicht mir aus. Dadurch, dass ich das Bild gestern erst ausgerollt habe, ist es halt auch noch ein bisschen, ja, im Rollvergnügen. Aber das ist immer das Schöne, wenn man mit Lightpad paintet, dann kann man hier mit so einer kleinen Klemme die Leinwand festklemmen und dann rollt es an der Stelle, mindestens wo man painten möchte, nicht mehr so arg. So. Ja, also man sieht jetzt hier wirklich nicht viel. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht. Nee. Okay. Also, ich nehme mir jetzt mal ein Steinchen schwarz und setze mir mal eine Markierung. Na, das ist halt so ein bisschen das Nachteilige. Ne? Man sieht halt nicht, man merkt bloß, wo es klebt. Man kann sich natürlich auch noch Washi-Tape zur Begrenzung mit dazu holen. Welcher Stift war jetzt aktuell und frisch mit Max? Der hier. Der hier war's. Genau, also die Reihe wollte ich noch nicht. Und hier endet's. Das heißt, ich werde jetzt alles von hier nach unten und von hier nach drüben erstmal so ein bisschen painten. Ja, jetzt habe ich mir das schon gemütlich gemacht und habe mich hingehockt. Allerdings habe ich kein Schiffchen. Das braucht man natürlich. Und ich glaube, ich nehme passend zu dem Bild hier das Rot-Weiße. Gefällt mir ganz gut. Oh, da kommt eine Katze. Will mein Fuß hochnehmen. Und wenn ich den zu schnell hochnehme, dann meint Timmy, mit mir spielen zu müssen. Also besser gesagt, mit meinem Fuß. Timmy mag Füße, Timmy mag Socken, Timmy mag Schuhe. Timmy ist einfach ein bisschen anders. Ja, und er ist gerade in Stänkelaune. Ja, ich werde heute auch keinen Zeitraffer machen. Außer ich habe Lust, dann wird es aber nur ein sehr kurzes Zeitraffer. Werde ich mal sehen, wie lange ich jetzt hier painte heute. Das kann ich so noch nicht ganz voraussagen. Aber auf jeden Fall ein bisschen painten. Das wollte ich jetzt schon. Ich habe heute unverhofft ein bisschen länger gearbeitet,
wollte eigentlich heute rechtzeitig Feierabend machen, weil ich habe Familienbesuch da in der Gegend und wir wollten in ein Spaßbad gehen. Aber das wäre mir persönlich alles dann zu stressig geworden, weil ich nicht genau wusste, wann ich dann am besten Feierabend mache und alles und hin und her. Ja, somit bin ich jetzt am frühen Abend eigentlich auch erst so wirklich nach Hause gekommen. Habe mich vorhin kurz aufs Sofa gelegt mit Timmy zusammen, habe eine Runde Diablo gespielt. Einfach nur eine Quest. Und wollte eigentlich noch ein bisschen weiter zocken, aber habe gemerkt, ich werde müde. Und in dem Moment muss ich einfach vom Sofa aufstehen, weil ich sonst einschlafe. Versteht man bestimmt. Ja. Gott, das lässt sich schon wieder so schön painten. Das lässt sich auch mit dem Mehrfachset so schön painten. Ich demonstriere das euch mal. Wo machen wir das mal? Boom. Nehmen wir mal hier. Genau, ein Vierer. Ja, also geht wirklich super. Aber ich bin ja eben so ein Painter, der maximal mit einem Viereraufsatz paintet. Und auch dann tue ich meistens noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Warum? Meine Lieblingsantwort. Weil ich es kann. Ja, aber dadurch, dass ich heute müde bin, einfach ein bisschen K.O., ich habe die Nacht so gut wie gar nicht geschlafen, will ich jetzt natürlich auch keinen Mittagsschlaf machen, damit ich dann einfach in der Nacht gut schlafe. Dann gehe ich lieber heute ein bisschen zeitiger ins Bett. Ja, und um denen zu entgehen, habe ich mich dann jetzt dazu entschlossen, ein bisschen zu painten. Auch wenn es schwierig ist, so ein bisschen übermüdet, aber immerhin noch besser als zockend auf dem Sofa zu sitzen, weil wenn ich auf dem Sofa, ja gut, ich habe eigentlich gelegen, mich auf dem Sofa befinde, ich kann da so super im Sitzen, selbst beim Zocken einschlafen, weil es einfach so gemütlich ist auf meinem Sofa. Ja, dass ich mir dann gedacht habe, nee, komm, du hast gestern dieses tolle Kitting abgemacht, die hat es gestern schon in den Fingern gejuckt, da mal ein bisschen den Anfang mindestens zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich das doch heute. Dann mache ich das heute einfach. Und ja, so schnell geht's. Ich bin aufgestanden, bin zwei Schritte weiter zu meinem Tisch und habe mein Handy mitgenommen. Und jetzt sitze ich hier und quassel ein bisschen mit euch. Ja, ich freue mich aufs Wochenende. Denn am Wochenende soll wunderschönes Wetter werden. Da werde ich mich ein bisschen um meinen Garten am Haus kümmern. Ich nehme meine Hängematte mit raus, ich nehme ein Buch mit raus und natürlich auch Timmy an der Leine. Ja, und ich glaube, das wird das erste richtige Wochenende, was ich dann so ja, draußen in meinem Garten genießen kann, hier an der Wohnung. Und ja, also wenn das nicht ein Grund ist, sich aufs Wochenende zu freuen, also Wochenende generell, ne? Wochenende ist Wochenende, ausschlafen, nichts zu tun haben und, finde ich sehr gut. Ja, und dann schaue ich einfach, ja, was wird. Eventuell ist Samstag Sushi essen geplant. Bin ich mal gespannt. Ich liebe ja Sushi. Eigentlich müsste man das im Freundeskreis auch mal wieder selber machen. Das mag ich sehr gern. Ich habe auch alles da, um Sushi selber zu machen. Nur die Zutaten müsste ich mir wiederholen. Das habe ich jetzt länger nicht gemacht und deswegen habe ich dann nach irgendeiner Zeit dann die Sachen, die natürlich irgendwie verfallen können, dann weggeworfen. Denn sicher ist sicher. Ich bin mir da auch nichts holen oder so. Was macht Timmy? Okay. Timmy sitzt auf meinem PC-Schreibtisch und guckt den Ständer an, wo meine ganzen aktuell angefangenen und vor kurzem fertig gewordenen Bilder hängen. Ja.
Und da wollte ich ein bisschen mit euch drüber reden, was steht denn so demnächst an? Wie gesagt, das hier habe ich jetzt angefangen. Das wird so ein Bild, das werde ich dann painten, wenn ich Lust dazu habe. Schaut mal, wir können hier sogar noch ein Stückchen weiter. Na, hier die Reihe kommen auch noch. Nicht ganz so abgeschätzt. Ja, ne, also das hier ist ein Bild, da möchte ich dran painten, wenn ich Lust dazu habe. Oder vielleicht Lust auf runde Steinchen. Wie gesagt, ist auch ein dunkles Bild. Wenn ich dann halt gerade mal was Frühlingshaftes, was Buntes will, wird es dieses Bild sicherlich nicht sein. Ich werde den Osterkalender von Pichu zu Ende painten. Und wenn der Osterkalender fertig ist, werde ich Weekend in Paradise von Abraham Hunter rausholen und das endlich mal fertig machen. Das Bild hatte ich zu meinem Geburtstag vor 2 Jahren von den Mädels bekommen. Ich liebe dieses Bild abgöttisch. Ich habe das Fertigstellen immer ein bisschen vor mir hergeschoben, weil das Bild einfach so viel Spaß macht, dass ich eigentlich nie möchte, dass es mal irgendwann zu Ende geht. Das ist immer so ein Gute-Laune-Bild, war, ne? Immer wenn ich irgendwie gute Laune wollte oder gute Laune hatte und Lust auf Farbe, auf Sommer und oder ich wollte mich halt einfach ein bisschen so in die Sonne träumen, dann war es immer Weekend in Paradise. Aber ich möchte dieses schöne Bild jetzt fertig bekommen. Weil es ist ein Geschenk von meinen Mädels und ja, das muss einfach fertig werden. Und deswegen werde ich dieses Bild dann als nächstes auf den Tisch legen. So viel ist da gar nicht mehr zu machen. Ich glaube, ein Viertel oder ein bisschen mehr als ein Viertel braucht man noch. Und ja, dann ist Weekend in Paradise von Abraham Hunter auch schon fertig. Das Bild hat eckige Steinchen, ist so ungefähr 90 mal 70 Zentimeter, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist von Diamond Art Club. Ja, also wirklich ein Träumchen vom Bild, muss ich wirklich sagen. Ja, also bin ich gespannt. Das sind so erstmal die nächsten Überlegungen. Dann habe ich von Victoria's Moon eine Katze mit runden Steinchen, in der ich mal selber angefangen habe, AB-Steinchen einzusetzen. Das Bild ist schon älter, war mit eins meiner ersten Kooperationen und ja, da hätte ich eigentlich auch mal wieder Lust dran, was zu machen. Das schwirrt noch im Kopf mit rum. Dann haben wir noch die Froschis und vor allen Dingen haben wir noch Timmy. Timmy, das Nasi-Bild, kommt auf jeden Fall dran. Wie gesagt, ich habe ja schon seit Monaten davon gesprochen, schon seit letztem Jahr, dass da mal ein Special-Video kommt mit Videos und Bildern zu Timmy, wo halt einfach mal wirklich ein, da ist einfach nur das Thema Timmy, da wird über nichts anderes gequasselt als über Timmy. Und ich weiß auch ganz genau, was ich in diesem Video kleben werde, nämlich sein Auge. Das machen wir dann da im Video. Und ich werde da anfangen mit dem Auge und ich werde auch dann in dem Video das Auge beenden. Das heißt, es wird ein Zeitraffer geben. Das ist ein Video, was ich dann auch über mehrere Tage drehen werde. Und ja, aber ich muss mich erstmal noch ein bisschen zu dem Auge vorkämpfen. Deswegen kann es sein, dass dieses Bild trotzdem schon noch mal in einem einfachen Paint with Me mit dran kommt. Ja. So ist der Plan. Ich mache mir jetzt aber trotzdem noch mal schon mein Licht an. Es wird nämlich langsam, langsam dunkel. Und so ein bisschen Licht hat mir ehrlich gesagt noch nie geschadet. So, das wäre dann noch der zweite. Wahrscheinlich fangen wir das zweite Kästchen mindestens noch mit an. Okay, und jetzt nehmen wir erstmal das Braun. Das Braun ist dann das hier, die 3371.
Wie gesagt, wir painten jetzt ein bisschen unspektakulär den Hintergrund. Ich habe erst gedacht, ob ich mit ihrem Gesicht anfange, aber dann fange ich ja mit dem Interessantesten gleich unter anderem mit an. Und habe mir gedacht, nee. Und dann habe ich gesehen, ach, beim Unboxing hatte ich ja die kleine Ecke schon mal aufgemacht und entrennt. Und dann habe ich gedacht, gut, dann nehmen wir einfach das, wenn das schon offen liegt, dann machen wir das auch. Und ja, nun sitze ich hier und painte. Ja, was Timmy angeht, dieses Video, Material dafür habe ich schon gesammelt. Aber ich wollte es noch so machen, dass ihr mir Fragen rund um generell Katzen oder Tiere mir stellen könnt und natürlich auch Fragen rund um Timmy. Wenn euch irgendwas interessiert, könnt ihr mir da gerne Fragen stellen. Entweder hier unter dem Video oder als E-Mail oder über Instagram per Message. Alles kein Problem. Aber ich werde auch noch mal einen Community-Tab hier auf Facebook machen und da dürft ihr dann auch noch mal kommentieren, ob ihr Fragen habt. So. So ist auf jeden Fall der Plan. Und ja, da bin ich gespannt, ob da überhaupt Fragen kommen werden. Wie gesagt, ich selber werde ein bisschen zu Timis Geschichte so und so erzählen. Aber wie gesagt, wenn spezielle Fragen kommen, dann weiß ich ganz genau, auf was ich zum Beispiel noch ein bisschen genauer eingehen werde. So. Nicht, dass ich irgendwas dann erzähle und es war irgendwie zu kurz, aber auch das kann ja vorkommen. Und wenn ich im Video irgendwas anschneide, irgendeine Geschichte, und die ist euch nicht so ausführlich, dann dürft ihr natürlich auch sehr gerne da nachhaken und dann greife ich das jeweilige Thema dann einfach nochmal in einem nächsten oder in einem weiteren Paint with Me auf. Das ist alles kein Ding. Und schwupps, seht ihr, bin ich doch ein bisschen weiter, als ich, also, ne, ich war mitten im Satz weg und ich bin auf einmal ein bisschen weiter. Liegt einfach daran, dass ich nicht gemerkt habe oder nicht schnell genug gemerkt habe, dass mein Akku von der Kamera wieder leer war. Passiert mir öfter, da bin ich ziemlich gut daran. Ich hoffe, das Mikro, was ich jetzt habe, ich habe insgesamt zwei, ist noch gut geladen, dass es mindestens für heute ein bisschen reicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das habe ich nicht so wirklich ordentlich geladen gehabt, wenn überhaupt. Können wir vorstellen, das hält jetzt vielleicht eine Minute und dann ist es schon wieder weg. Wäre natürlich schade. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Aber ich glaube, dann mache ich einfach weiter ohne Mikro. Dann in dem Fall kann ich ja dann die Lautstärke kann ich ja dann anpassen über mein Schnittprogramm. Was halt nur nicht so schön ist, ohne Mikro ist halt, ja, das Rauschen im Hintergrund doch recht stark bei mir. Aber, naja, gut, ne? In der Not frisst der Teufel Fliegen. Wir warten mal ab. Ja, ich war bei Timmy und so, falls ihr Fragen habt, wie gesagt, stellt sie gerne unten ins Video rein. Es werden auch noch ein paar Möglichkeiten kommen, wo ihr Fragen stellen könnt. Über die Community-Tabs hier bei YouTube werde ich da, glaube ich, zweimal noch was reinstellen. Und ja, könnt auch per E-Mail euch melden und, und. So, wo sind wir? Ne, bis hier drüben. Das heißt, ich kann hier das alles noch mit machen. Ja, und bisher hält das Mikro. Ich glaube, dann kann man ja doch noch vielleicht ein bisschen mit Mikro painten. Das wäre schon eigentlich nicht schlecht. Ich finde es jedenfalls sehr gut. So. Jo, mein Familienbesuch ist jetzt gerade bestimmt fleißig planschen. Bin sehr traurig, dass ich es dann nicht geschafft habe. Aber mir wäre es halt echt zu stressig geworden. Man muss ja auch überlegen,
Ich fange sehr früh an oder ich stehe sehr früh auf und brauche halt einfach erstmal meine Zeit, bis ich wach werde und, bis ich dann zur Arbeit bin, ist es dann um 6. Ja. Und dann geht's los. So. Und das merkt man dann halt abends, ne? Und wenn ich die Nacht vorher gut geschlafen habe, ist das meistens kein Ding. Aber ich habe halt, wie gesagt, letzte Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Und deswegen, das ist ganz gut. Weil wenn ich so übernächtig bin, wenn ich so müde bin, habe ich nämlich immer ein blödes Symptom. Das kennen bestimmt einige, wenn sie müde sind, denen ist immer kalt. Und so ist es heute, ne? Ich sitze hier, habe meine Füße hochgenommen und sitze sozusagen mit meinem Poppes auf meinen Füßen und die sind trotzdem immer noch gefühlt eisig kalt. Wie so ein Eisberg. Ich habe mir vorhin auch schon einen Tee gemacht, das hat schon mal ein bisschen geholfen. Ja, aber ich denke mir, ich werde jetzt noch ein bisschen pinkeln, ein bisschen mit euch quasseln und dann, wenn ich ein bisschen gepaintet habe und ich sage, ja, jetzt wird es dann auch langsam ein bisschen dunkel, ein bisschen dämmerig, dann werde ich auch weiter zocken. Also dann habe ich, glaube ich, auch diesen extremen Müdigkeitspunkt, den ich nämlich vorhin gerade hatte, überwunden. Ja, weil der ist schon jetzt nicht mehr so stark, dadurch, dass ich am Painten bin. Das hilft immer ganz gut. Aber um lange zu painten, bin ich jetzt dann heute auch echt nicht fit genug. Oder es ist dann so, dass es mir wieder so viel Spaß macht, dass ich wieder nicht rechtzeitig aufhören kann. Und dann wieder länger painte, als ich dann schon ins Bett musste. Bei dem, was ich gerade zocke, Diablo, sobald ich da eine gewisse Müdigkeit habe, gehe ich automatisch ins Bett. Weil das kann ich nicht zocken, wenn ich eigentlich schon halb am Einschlafen bin. Das ist nämlich das Praktische. Ich habe Diablo früher ganz viel auf Twitch gestreamt, gezockt über meinen Gaming-PC. Mit meinem Clan, das waren richtig geniale Zeiten, aber das war halt schon dezente Mediensucht. Vor allen Dingen, weil wir auch immer Season gezockt haben und ja, wenn so eine Season begonnen hat, das war immer, ich glaube, Freitag gegen 18 Uhr oder so, wurde sich da schon alles Essen und Trinken bereitgestellt, dass man ja nicht nochmal irgendwie aufstehen muss, wenn möglich, maximal aufs Klo gehen. Und dann hat man eigentlich das ganze Wochenende durchgezockt. Man ist aufgestanden und hat sich eigentlich gefühlt direkt wieder vor den PC gesetzt, wenn man möchte ja direkt mitzocken können und die neue Season erkunden und. Hat auch mega viel Spaß gemacht, aber das war einfach zu viel. Ja, das war schwierig. Ich hatte dann auch wirklich Zeiten, wenn ich dann was mit meinen Freunden unternommen habe. Wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin, musste ich trotzdem immer mindestens nochmal meinen PC anmachen und mindestens gucken, was macht mein Clan. Oder ich war mit Freunden unterwegs und habe gedacht, so, boah, heute ist es aber kalt und nass, ich könnte doch zu Hause sitzen, ganz gemütlich vor meinem PC, da kriege ich von dem allen gar nichts mit und könnte halt einfach zocken. Ne? Oder ich bin halt eher nach Hause, weil ich nochmal zocken wollte. Na, und das waren dann so die Momente, wo ich es einfach realisiert habe, so nach dem Motto, Jule, du übertreibst das ein bisschen. Und das Schöne am Diamond Painting ist, ich kann auch die ganze Zeit painten. Und ich vermisse auch, das Painten auch schon, wenn ich mal einen Tag nicht painte oder mindestens mich damit befasse. Gestern habe ich ja nicht gepaintet, da habe ich das Kitting abgemacht. Aber ich hatte trotzdem irgendwie so meine tägliche Dosis Diamond Painting. Aber beim Zocken ist das halt einfach nochmal anders gewesen. Ne? Das ist auch, wenn man Frühschicht hatte, man musste zeitig raus. Dann ist es aber so, dass wirklich liebe Clan-Kameraden dann zum Beispiel in dem Moment eigentlich online gekommen sind, wo ich dann ausmachen wollte. Und da ist man natürlich noch länger geblieben. Dann ist man über den Müdigkeitspunkt und dann war es nach Mitternacht. Oder es war halt auch mal um 1. Wo man dann gesagt hat, boah, zu dem Zeitpunkt musste ich bei Frühschicht 5:30 früh anfangen. Und was soll ich sagen? ich habe
Da gab es Zeiten, da habe ich 2, 3 Stunden am Tag geschlafen. Aber nicht, weil ich nicht schlafen konnte, sondern weil es übertrieben hat mit Zocken. Und das ist natürlich nicht gut. Deswegen habe ich damals die Chance genutzt, als mir die Terrassentür bei mir hier in der Wohnung eingesetzt wurde. Da musste ich mein komplettes Wohnzimmer auseinanderbauen. Ja, dass ich da meinen PC mit abgebaut habe und ich habe ihn dann wirklich einfach nicht mehr wieder aufgebaut. Ich hatte dann meinen Laptop, wenn ich irgendwas machen musste am PC. Zu dem Zeitpunkt habe ich da auch meine Videos geschnitten und über den Laptop. Und als ich dann nach einem Jahr meinen PC wieder aufgebaut habe, war der von der Hardware eigentlich auch schon wieder ziemlich am Rumschnarchen. Das heißt, der würde sich jetzt nicht mehr wirklich eignen, um up-to-date zu sein und ordentlich mitzuzocken, vor allen Dingen dann mit der ganzen Streaming-Sache. Ja, dass ich den jetzt eigentlich nicht mehr zum Zocken nutze. Wenn ich zocke, dann zocke ich mal Switch. Wie gesagt, Diablo habe ich mir jetzt auch für die Switch geholt. Aber ich muss sagen, dieses Spiel ist wirklich für einen PC konzipiert. Ich spiele die Kampagne jetzt an der Switch. Macht ganz schön Spaß, aber das Spielerlebnis mit Maus und Keyboard ist einfach viel besser. Muss ich auch wirklich sagen, ne? Also, ich glaube, ich werde nicht so gut sein an der Switch wie am PC. Geht nicht, weiß ich nicht. Ist für mich absolut kein Vergleich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde es gar nicht zocken. Mindestens die Kampagne möchte ich durchzocken. Ich habe gerade mit dem Akt 2 begonnen. Und es ist eigentlich ganz schön cool. Und ein, zwei Quests möchte ich dann heute schon gerne noch machen. Und dann geht es für mich auch schon ins Bettchen. So. Timmy? Er macht sich gerade richtig lang. Das Lustige ist immer, wenn ich ihn rufe, dann dreht er seinen Kopf und guckt mich an. Meistens mindestens, wenn er wach ist. Ja. Und das ist auch wirklich ein Reagieren auf den Namen und nicht, weil ich einfach irgendwie jetzt ein Wort ins Raum gelegt habe, sondern er reagiert wirklich auf sein Wort. Ich spreche gerade in seine Richtung. Ey, du da? Keine Reaktion. Ey, Timmy? Okay. Jetzt hat er mich nicht angeguckt, aber seine Ohren sind zur Seite geklappt, als ich seinen Namen gesagt habe. Naja, ihr seht schon, ich selber bin alleine auch der größte Fan von dieser Katze. Aber es ist halt einfach mein Baby. Der hat schon einen riesengroßen Stellenwert, eine riesengroße Bedeutung für mich. So. Gott. Jetzt liegt er auf dem Rücken und zeigt seinen Bauch. Im Übrigen ist Timmy eine Katze, der es gar nicht mag, am Bauch angefasst zu werden. Das heißt, selbst wenn er neben dir liegt und schläft und sich irgendwann so dreht, dass er dir den Bauch zeigt, sollte man den Bauch nicht anfassen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man da einfach die Eigenarten der Katze respektiert und eine Katze auch nicht nur, weil sie sich gerade irgendwie sonst wie göttlich vor einen wälzt, dann ja, die Katze immer überknuddeln muss. Das verstehe ich dann schon, dass das dann Katze nicht möchte. So. Jo. Wie gesagt, die Victorias Moon-Katze, die schwebt mir schon die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf. Ich werde mir auf jeden Fall das Bild und die Steinchen mal raussuchen. Ich habe aber auch noch dieses Full AB
Aurora Borealis Bild von Tini Schnickschnack, was ich eigentlich auch mal anfangen wollte. Also mindestens, dass es dann angefangen ist. Und wenn ich dann Lust halt habe, mal mit dem E-Painter oder auf AB-Steinchen, dann wollte ich das painten. Und wo wir schon bei Spezialsteinchen sind, habe ich dann auch noch ein Bild, was ich in letzter Zeit öfters dran denken musste. Und zwar der Papagei von Picasso. Das ist ja mit runden Strasssteinchen, also komplett nur mit Strasssteinchen. Das wäre auch noch mal so ein Ding, was man einfach mal wieder zur Abwechslung auf den Tisch legt. Und ich wollte dieses Jahr unbedingt noch diesen Vergleich, was ich ja schon vor 2 Jahren vorhatte, machen. Die abstrakte Blume von Diamond Painting Deutschland. Die habe ich ja schon mal in Vollstrass in Rund gepaintet und habe sie mir dann nochmal in Vollstrass mit eckigen Steinchen geholt. Und da wollte ich mal ein Vergleichsvideo machen. Das heißt, dieses Bild sollte auch noch irgendwann mal auf meinen Tisch wandern und zwar sogar ein bisschen als festes Projekt. So. Und dann ist es halt auch noch so, ja, welche Bilder kommen denn noch mit dazu? Was man halt noch so painten möchte. Ne? Gerade irgendwelche schönen Kooperationsbilder, wenn man da eins hat und denkt so, bäm. Ich habe ja auch von Karat Art das Garden. Das würde ich gerne mal wieder painten. Ist einfach so wunderhübsch finde. Ja. So, aber ich gucke jetzt mal, wo ist hier mein Eck? Heißt, hier ist die letzte Schwarze. Hier ist schon Folie. Hier ist Übergangfolie und dann ist das hier. Genau. So. Dann ist nämlich genau das hier das Eck. Nee, nicht das. Dieses Minus wird das letzte Steinchen von dem Feld sein, das Ecksteinchen. Wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass die Perforierung von DAC nicht allzu riesig ist. Bin mal gespannt, wie ich damit klarkomme und ob ich das dann weiterhin nutzen werde. So finde ich das auf jeden Fall eine tolle Sache. Aber wie gesagt, an der einen Stelle hier, zwar auch ungefähr hier irgendwo, wollte es sich nicht so leicht auseinanderreißen lassen. Da ist mir dann die Folie an der Perforation eingerissen. Und das sollte natürlich auch nicht sein. Das braucht man auch nicht. Das braucht man wirklich nicht. So. Hier und das dann nicht mehr. Das heißt, hier dann noch. Mal schon mal ein bisschen so eine Begrenzung mache. Ich glaub, am sinnvollsten ist dann wirklich dann an der Stelle, wo man gerissen hat, ein bisschen sich ein kleines Washi-Tape dann hinzukleben, um dann zu wissen, ah, okay, bis hier und dann nicht weiter. So, ich bin noch am Überlegen, was ich heute esse. Aber ich denke, es wird wieder frisches Bäckerbrot werden mit dem wilden Bärlauchpesto. Das habe ich gestern auch schon gegessen und seht, es war so super. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht so wirklich Hunger. Ich habe Appetit, ich habe mega Appetit, aber ich habe keinen großen Hunger. Deswegen brauche ich jetzt nichts Großes, nichts Besonderes. Aber ja, das mache ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, am Wochenende mache ich mir mal Rahmspinat mit Pasta und ganz viel Käse. Einfach wieder Lust dazu. Ja, auch wieder Pasta. Nicht so ganz gesund. Aber ich will meine Gefriertruhe gerade ein bisschen leer bekommen. Zum Wochenende habe ich da schon zwei Pizzen weg.
bekommen? Nein, ich habe nicht zwei Pizzen gegessen. Wir waren zu zweit, deswegen gab es auch zwei Pizzen. Und dann habe ich da jetzt noch so ein bisschen Gemüsezeug gefunden und Früchte. Die Früchte könnte ich zum Beispiel für mein Porridge mitnehmen. Aber da muss ich erstmal gucken, wie das so ist mit gefrorenen Früchten, weil die verwässern ja natürlich auch ein bisschen. Oder ich nehme die einfach ja, ins Wasser zum Beispiel so mit rein, wenn ich einfach ein bisschen Mineralwasser trinke, dass ich die dann sozusagen als Eiswürfelersatz mit reinnehme. Oder mir halt einfach so eine Art Fruchtsäcko mache damit. Allerdings ist dann auch wieder nicht viel mit aufbrauchen, denn ich müsste mir erstmal irgendwas in der Art kaufen. Weil nein, ich habe von Rotkäppchen, habe ich glaube noch Himbeersekt da. Dafür könnte ich das schon ein bisschen nehmen. Mindestens ein bisschen was davon, alles wird, ja, eine Flasche wird für die ganzen Beeren nicht reichen. So rum. Okay, ich weiß gar nicht, wie lange quassel ich jetzt schon? 18 Minuten. Also mal jetzt vielleicht so ungefähr bei einer halben Stunde. Weil ich weiß es nicht. Kann das ganz schlecht abschätzen. Nee, ich glaube nicht mal eine halbe Stunde. Aber das ist nicht schlimm. Ich wollte eh noch ein bisschen quasseln. Ich hatte sogar noch zwei Punkte. Darüber wollte ich mit euch unbedingt reden. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich das Video mache. Und jetzt sitze ich hier und was ist? Mir fällt von beiden Punkten nicht mal mehr einer ein. Ah, ja. Jule, langsam solltest du dich schämen. Könnt ihr in den Keller gehen zum Schämen, aber mein Keller ist so vollgerümpelt, da ist gerade kein Platz mehr für mich. Also schäme ich mich nicht und lache einfach drüber, wie immer. Ja. So, Timmy guckt mich an. Oder mindestens guckt in meine Richtung. Oder hat die Augen in meine Richtung. Aber er schläft. Mein kleiner Prinz ist müde. Ich würde jetzt auch schon am liebsten schlafen. Aber es ist noch zu zeitig. Wird es schon durchschlafen? Deswegen warte ich da einfach noch ein bisschen ab. So. Aber das schaut, ich, doch, das schaut gut, schon gut aus. Sagt, es läuft sehr, sehr entspannt. Und das muss ich sagen, das ist das, was ich an DAC-Bildern wirklich so lieb. Das ist mit einer meiner liebsten Diamond Painting-Anbieter, weil das macht eigentlich alles so meine Lieblings-Diamond Painting-Anbieter aus. Das sind alles Anbieter, deren Bilder sich für mich gefühlt wie von alleine legen. Ne? Das macht halt einfach Laune. Wenn man weiß, was schlechte Qualität ist, dann ja, genießt man diese gute Qualität halt erst recht. Und die Steinchen hier von DAC, die runden, die sind ja aus Harz, die funkeln und glitzern halt nochmal so eine ganze Ecke schärfer als dann normale Steinchen. Und das macht's schon echt special. Wie gesagt, ich bin komplett überzeugt davon. Ich bin zufrieden. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange brauchen wir für das Bild. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt gerade im Frühling oder in der Frühlingszeit nicht allzu häufig dran painten werde. Und ich werde auch nicht immer an dem Bild painten können aufgrund des Motivs. Aber immer häufiger. Ja.
dann gibt es noch so ein Motiv, was mir immer mal wieder in den Sinn kommt. Und zwar ist das die Space Cat von Mary's Diamonds. Mary's Diamonds gibt es nicht mehr, wurde aufgekauft von Bella Art de Nicole. Das heißt jetzt, Bella's Art Diamonds. Irgendwie so. Ich habe mir überlegt, dass ich mir mal was bestelle. Aber immer wenn ich in dem Moment geguckt habe, waren entweder nicht viele Bilder verfügbar. Oder es waren so Zeiten, wo ich gedacht habe, nee, den Monat muss ich sparen. Weil der Versand ist halt da doch schon ziemlich teuer aus den Staaten. Das ist jetzt nicht so, dass wir bei DAC, da die ein Einfuhr. Einfuhrsteuer? Umsatzeinfuhrsteuer, ja, irgendwie so. Dass die dann mit enthalten ist. Nein, das muss man da wahrscheinlich alles selber zahlen. Ich bin mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall testen. Ich wollte auch noch mal eine englische Firma testen. The One with the Diamond. Das sind so die zwei, die ich dieses Jahr für mich noch ein bisschen ausprobieren möchte. Wo ich wirklich ein bisschen gespannt drauf bin. Ja, aber ansonsten werdet ihr auch noch ganz viel andere schöne Bilder von, ja, von guter Qualität, unter anderem auch aus Kooperationen bei mir sehen. So. Ja, das hat wirklich was. Und ihr seht, ich greife auch immer mal wieder so ein kleines bisschen zum Mehrfachsetzer, wo ich gar nicht so der Mehrfachsetzer-Typ bin. Man sieht es immer wieder mal, gerade bei guter Qualität, dass ich es öfter mal mache. Und ich versuche auch immer öfter mal ein bisschen damit zu setzen, einfach ja, um ein bisschen aus meiner Komfortzone alles einzeln zu setzen, mal rauskommen. Aber ich muss auch sagen, ich liebe das Einzelsetzen so sehr. Und vor allen Dingen auch das Ergebnis vom Einzelsetzen. Weil wenn ich einzeln setze, dann tue ich eigentlich echt so gut wie gar nicht nachkorrigieren. Beim Vierersetze kommt das dann doch schon häufiger mal vor. Ja. Aber so ist es nun mal. Könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, seid ihr Typ Mehrfachsätze? Und wenn ja, welcher Mehrfachsätze? Geht ihr auch bis zu 15 Fachsätze? Gibt es auch? Ja. Gibt es wirklich? Oder seid ihr Einzelsätze? Nehmt ihr nur Pinzette? Mit was paintet ihr am liebsten? Das würde mich mal interessieren. Weil sowas finde ich immer. Für mich dann doch auch schon sehr, sehr interessant. So. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur ein halbes Stündchen painten, aber ich glaube, ich bin jetzt echt schon ein bisschen länger mit dabei. Mach ich's doch noch fertig? Nee. Nee. Ich merke gerade, dass ich gerade so viel Lust dran finde, dass ich, wenn ich jetzt dann wirklich weiter painte, dann in so einen Flow komme, dass ich dann um 10 hier sitze und einfach nicht aufhören kann. Und das will ich nicht. Nee. Das heißt, ich werde dann weiter zocken. Und ja, wenn ich da merke, mir zieht es die Augen zu, dann höre ich halt wirklich auf mit Zocken, weil ich ja von meinem Spielstand nichts verpassen möchte. Und vor allen Dingen möchte ich auch nicht sterben. Ich spiele bei Diablo 3 immer Softcore. Das heißt, ich spiele keine Hardcore-Charaktere. Aber ich muss sagen, ich bin bis jetzt noch kein einziges Mal gestorben in der Kampagne. Aber ich spiele jetzt auch nicht wirklich ganz arg hoch. Also ich spiele, glaube aktuell noch keine Qualstufe, aber ich könnte mittlerweile schon.
ein bisschen auf Qualstufe gehen. Ich glaube, ich werde mir dann erstmal mein Equipment ein bisschen besser zusammentragen und gucken, welche Skills ich mir jetzt wirklich nochmal vielleicht direkt aufeinander abstimme. Ein paar habe ich jetzt schon so gemacht. Aber ich glaube, das geht noch besser. Dann könnte ich, glaube ich, von der Schwierigkeitsstufe noch ein, zwei Stufen höher gehen. Und dazu hätte ich jetzt doch schon wirklich, wirklich Lust. Ja, ich würde sagen, das Schwarz pinnt man noch zu Ende. Heute ein freudiges, ein buntes Schwarz. Als Hauptfarbe, was gepaintet wird. So, aber ich muss auch sagen, die meisten meiner Klamotten sind echt schwarz. Es liegt einfach daran, dass Farbe, ja, an Farbe steht mir nicht alles. Beige zum Beispiel und Braun, das sind gar nicht meine Farben. Also gerade Beige ist halt, das sehe ich immer sehr krank aus. Dadurch, dass ich eh schon eine sehr helle Hautfarbe habe, dann noch blonde Haare, sehe ich da immer ein bisschen aus, als wäre ich krank. Und das will ich ja nicht. Aber ich muss sagen, beige gefällt mir nicht. Und wenn ich irgendwas habe von der Farbe her, oder nee, wo ich mich von der Farbe her entscheiden kann, zum Beispiel in eine Lederjacke, dann ist Lederjacke bei mir eigentlich immer schwarz. Weiß nicht. Braune Lederjacke. Nee, ist nicht meins. Ich bin da typisch schwarze Lederjacke. Ne? Oder Schuhe auch. Ich würde keine braunen Schuhe kaufen wollen. Wenn Leder, dann in Schwarz. Ja. Liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich in meiner Jugend gerne ein bisschen schwarz rumgelaufen bin. Ah. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft hier mit dem Feld. Kann man noch ein bisschen Mehrfachsätze zweimal nehmen. Einmal da. Und einmal da. Machen wir direkt weiter. Oh ja, gestern war ich noch im Rewe und ich esse, wie gesagt, sehr gerne aktuell viel und oft Porridge oder einfach bloß Müsli oder Porridge-artiges oder Birchermüsli mit Naturjoghurt so in der Richtung. Ich stimme das immer alles so ein bisschen selber zusammen. Ich habe da so ein bisschen Crunchy, ich habe da Porridge, ich habe da Müsli, verschiedene Sachen. Und vor allen Dingen auch mit Früchten. Und dann war ich gestern im Rewe, habe mir dann da wieder ein bisschen was geholt, gerade an Früchten. Und die hatten von Zentes mal so ein tolles Topping. Also zwei verschiedene Toppings. Einmal so Flakes, Schokoflakes und Schokoballs, Schokobälle. Als Topping. Richtig, richtig toll. Und ja, das hatten sie diesmal leider nicht. Beide Versionen waren ausverkauft. Ich hoffe so sehr, dass beide Sachen wieder zurückkommen. Hoffe ich wirklich. Drückt aber bitte die Daumen mit für mich. Weil ich brauche immer irgendwas Süßes mit in meinen Porridge oder was auch immer ich mir da zusammen mixe. Irgendwas Schoki-haltiges auf jeden Fall. Dann mache ich mir immer sehr gerne Agavendicksaft oder noch. Ich komme nicht drauf. Ihr wisst nicht. Honig, genau. Honig noch mit rein. Ja, warum Honig? Ich muss jetzt nicht so unbedingt auf die Kalorien achten. Und ich esse das alles auch mehr um die Ballast, wegen der Ballaststoffe und nicht, weil ich jetzt komplett gesund
essen möchte. Das heißt, ja, ein bisschen was für den Gaumen darf bei mir immer mit dabei sein. Ja, und dadurch, dass ich eine etwas zu gute Verdauung habe und Ballaststoffe das ja eh auch nochmal fördern, ist es immer ganz gut, wenn ich da irgendwie noch so Zartbitterschoko drauf oder so mit dabei habe. Ja, und so schmeckt es mir auch am besten. Ja, gestern habe ich mir übrigens wieder Kulturheidelbeeren und ein Traum geholt. Am Wochenende waren es Erdbeeren. So, toll. Und jetzt sitze ich da und habe Hunger auf Erdbeeren mit Zucker. Gezuckerte Erdbeeren. Ach, so was Tolles. Wird einfach Zeit, dass Mai wird, ne? Es wird Zeit. Gut, ihr Lieben. Aber jetzt möchte ich mich wirklich von euch verabschieden. Das Bild bleibt hier so liegen. Das wird auf jeden Fall noch fertig gepainted. Und ich denke mal, ein, zwei Fälterchen, bevor das Bild hier wieder verschwindet, werden hier noch, dann noch mit dran wachsen. Und ja, ich sag Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich jetzt über nichts Spezielles geredet habe, sondern einfach mal so ein bisschen ja, quer über Mund, so was mich gerade so ein bisschen beschäftigt hat, was mich gerade so ein bisschen interessiert. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Und seid ihr neu auf meinem Kanal, dürft ihr auch sehr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr nichts Neues mehr hier bei mir auf Toafias Welt. Jo. Bevor wir jetzt weiter quatschen. Ciao, ciao und bis bald.